Hallo und herzlich willkommen auf EWU 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K18 Universe Modus. Erstmal euch allen natürlich einen super guten Start in die neue Woche, auch wenn Montag ist, ich weiß, scheiß Tag kann es auf jeden Fall sein, gerade jetzt, wo auch die Schule wieder angefangen hat. Auf jeden Fall, ihr habt meine Unterstützung, ich glaube an euch, dass ihr das alles hinbekommt. Auf jeden Fall, ja, morgen ist ja der nächste Pay-Per-View und zwar Hell in a Cell, mal wieder ein reiner Smackdown-Pay-Per-View, was wir jetzt nicht hier sehen, aber es ist ein Smackdown-Pay-Per-View, das wissen wir, weil nämlich keine Rivalität derzeit dort stattfindet. Und ja, bevor es soweit ist, heute vielleicht mal ein paar letzte Entscheidungen, die vielleicht schon das Ganze interessant werden könnten und da stürzen wir uns direkt mal in Raw rein. So, dann haben wir Zack Ryder gegen den Iceman. Der Iceman gewinnt, Mojo gegen Elias. Mojo gewinnt. Dann hätten wir Seth Rollins gegen Dolph Ziggler in Begleitung mit Drew McIntyre. Setzt sich Dolph Ziggler durch. Außerdem die AOP-Treffen auf die Black Invasion. Setzt sich die Black Invasion durch. Jinder Mahal trifft auf Mark Barrett. Jinder Mahal gewinnt. Roman Reigns trifft auf den Samoan Alpha. Setzt sich Roman Reigns durch. Und nun kommen wir zu dem Match, wo ich lange drauf gewartet habe. Und wie ihr wahrscheinlich an meiner Reaktion bei No Mercy gemerkt habt, ist meine Laune bezüglich dieser Karnevalstruppe etwas zu krass angestiegen. Hier übrigens auch nochmal neue Feindschaft zwischen Roman und Samoan Alpha, wie ich gerade sehe. Auf jeden Fall, meine Laune ist nicht sehr gut und deswegen heute ein Handicap-Match, ein 1-vs-2-Tornado-Handicap-Match. Ich fordere die Fake World Order heraus, schwungschnell Einzug ein, los geht's. So, da warten wir mal wieder auf den ganzen Start hier. Mein Entrance interessiert sowieso keinen. Wir warten auf die nächsten im Bunde. Die EWO. Oder wie ich ja auch immer sage, die Fake World Order. Black and Red. Das ist so dumm. Warum ist da einfach zwischen dem O und dem R ein Leerzeichen? Das ist so oft. Die Bad Boys of Wrestling hier. Alles klar. Da bin ich ja mal gespannt, ob die EWO heute wieder so viele Supporter hat oder ob sie noch so viele Supporter haben. Wenn sowas in der Realität passieren würde, das ist ja mittlerweile ein Roman Reigns Verhalten, was hier zwischen denen abgeht, und John Cena Verhalten. Die kriegen nur auf die Fresse und gewinnen dann. Und so Leute feiert ihr hier. So, komm. Ich will's wissen. Ich will die beide so zerprügeln. Shit Black City, Jungs. So, erstmal hier. Was ist los hier, ihr zwei, hä? Oh, da war der Ringrichter. Oh, da ist der Hergi. Oh, da ist der Evo. Warum geht's nicht, Mann? Alles klar, Hergi. Haut Valenti um. Oh, da hat er gut gekontert. Tatsächlich muss man das sagen. Valenti hat einfach noch 0%. Ach Mann, der Hergi schon wieder. Ja, alles klar. Ich glaube, wenn ich so auf das Ringseil stürze, würde, wäre ich tot. Ja, bin ich tatsächlich der Erste, der sich rausrollt. Das gibt's doch nicht, Mann. Hergi ist voll die Maschine, das wissen wir sowieso schon. Seit No Mercy. Valenti ist der Schlauste auf jeden Fall da oben. Der findet den Ausgang nicht. Und schon wieder nicht. Der arme Valenti. Kann dir mal einer die Tür zeigen? Habe ich Hergi sogar geholfen. Der wäre sonst garantiert ausgezählt worden. So, Valenti auf jeden Fall jetzt mal mit seinem ersten Move. Was war zu, was nicht schlimm. Da habe ich schon jetzt gleich wieder einen Reversal mehr. Tun so, als würden sie mich hier fertig machen. Ihr werdet euch noch umgucken, ey, ihr zwei Ganoven. Das ist ein schöner Pfad der Zerstörung, da muss man schon anerkennen. So, raus mit dir. Oh, geht doch. Schon wieder Hergi damit getroffen. Leg Drop hinterher.
Warum hat Hergang schon 88%? So, Jungs, was ist hier los? Hä? Nein, er kontert meinen Flatliner. Und ich kann nicht reverseln, scheiße. Valenti übertreibt voll. Das kann ich nicht kontern. Mein Comeback, mein Comeback. Der hat doch nicht ernsthaft einen Glorious DDT als normalen Move. Ja, aber Valenti, ey, guckt euch das an. Der hat einen Glorious DDT, einen Codebreaker. Alles klar. Das sieht nicht gut aus für mich. Black Invasion war auf jeden Fall nicht so stark. Ha, gerade so rausgekommen. War jetzt nicht so unwichtig. Boah, zu spät wieder, ey. Okay, ich krieg gerade echt tatsächlich ziemlich auf die Fresse. Aber Hergi, dein Signature habe ich. Wenigstens etwas. Oh, Mann, ey. Na gut, jetzt habe ich ihn. Darf nicht wahr sein. Das war ich so jetzt nicht geplant, aber gut. Ah, alles klar, der zeigt noch einen Fame-Esser, ey. Das ist der dritte Finisher, den er jetzt hier reingedrückt hat. Was er als Standard-Move hat. Oh, alles klar, er trifft einen Ringrichter, dankeschön. Zu früh, zu früh, zu früh. Man muss ja doch sagen, also die haben es so schon, ist das nicht so schlecht, was die hier machen. Komm her, heb mich hoch, bevor Valenti auf mich springt. Oh, laber nicht. Ach komm, ey. Ich werd wahnsinnig. Ich hab noch mein Signature. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Oh, ich räum mich jetzt erstmal raus. Jetzt ist doch mein Signature weg, aber. Ey, das gibt's nicht. Jetzt bin ich schon wieder in den Rhein gerannt. Da führe ich mal nur noch 1 vs. 2 Handicap Matches. Laber doch nicht, Alter. Wir haben alles hier gekontert wird. Jetzt haut Herr mir seinen Finisher noch rein. Valenti jetzt vor. Ich glaube, nach dem Sieg sieht das hier für mich nicht aus. So fair muss man leider. Oh, Alter, da kommt Hergino angejumpt. Jetzt hat er auch sein Signature. Wir rollen sie erstmal raus hier. Easy peasy. So, Junge.
Oh nein, ich kann nichts machen. Oh, und es wird wieder gekontert. Das darf echt nicht wahr sein. Dankeschön, Valenti, für deinen Signature. Geh weg, Hergi. Oh. Alles klar, Double Team Action. Das ist Rope Break, Herr Ringrichter. Dankeschön. Alter Schwede, ey, ich bin hier nur am Kassieren. Das ist wieder Rope Break. Ja. Oh Mann, ey. Das darf echt nicht wahr sein. Ich komme ja, jetzt habe ich eine Platzwunde. Verletzung ist gleich da, würde ich mal behaupten. So, jetzt kassiere ich noch den Superkick oder was er auch immer da hat. DDT. Alter, wie man am Bluten ist. Da muss ich jetzt tatsächlich doch mal den Widerstand nehmen. Was macht Valenti denn da in der Ecke? Nur wenn Valenti nicht will. Ne? Jetzt mal den Flatliner. So, zwei Finisher haben wir. Meiner muss jetzt erstmal sich hier erholen. So, Truth. Oh, Consequences. Und das gleiche nochmal gegen Valenti. Jetzt drehen wir aber mal auf hier. Aber das wird noch niemals reichen, weil der hat ja auch auf jeden Fall einen Widerstand. Ja. Och komm, ey. Mann, ey, geh weg, Junge. Das wird es jetzt gleich gewesen sein. Und Valenti wieder mit einem Glorious DDT. Als normalen Move. Kommen wir aber raus noch. Noch. Lauf weg, Mann. Ach komm, ey. Es ist doch echt nicht wahr. Das müsste aber eigentlich Rope Break sein. Ja, dankeschön. Das war kein Rope Break. Kein Bock mehr, Valenti, oder was? Und wieder Truth or Consequences. Schauen wir, ob das jetzt die Entscheidung ist. Zählung. Was macht Hergi denn da? Easy, Jungs. Easy. Ganz, ganz easy.
EWO, Fluppenverein hier. Richtiger Fluppentrupp. Hauen Sie mich dreimal hier zum Rope Break. Wurde zwar richtig verprügelt, aber um mal hier Fast and the Furious zu zitieren, Vin Diesel, am Ende ist es egal, mit wie viel Vorsprung du ins Ziel kommst. Gewonnen ist gewonnen. Gut, ich habe jetzt zwar die für gestern auch kritisiert oder für No Mercy, aber hier, ich war alleine, also bitte. Das muss man mir mal anerkennen. Und vor allem, ich habe Valenti gepinnt. Das ist noch das Schönste an der ganzen Sache. Haha, du Pflaume. Ach, ein blutiger Typ hier. So, dann gucken wir in die News rein. Hauptsache, ich habe keine Verletzung. Auf jeden Fall Goldust hat das Elias heimgezahlt. Rivalitäten. Habe ich irgendwas mit der EWO am Start? Nö, Bobby Roode. Ja gut, da ist ja natürlich noch das Rematch da. So, heute zeigen wir mal wieder das Ranking, was wir ja, glaube ich, vergessen haben. Gestern. Eine Menge los hier. Ember Moon, neue Hauptherausforderin. So, die EWO, die ich jetzt natürlich sehr, sehr geschwächt habe, die jetzt auf jeden Fall gegen Breezango die Titel verlieren werden. Das ist natürlich lustig. Die nächsten drei Hauptherausforderer, oder eigentlich die nächsten, ja doch, sagen wir die nächsten zwei mindestens, wenn sie da verlieren würden, wäre es schon hart peinlich. Aber ich kann ja nicht überall sein, ich kann ja nicht jedem helfen. So, jetzt gehen wir zu SmackDown und gucken, was wir hier zu sehen bekommen. Letzte Show auf jeden Fall vor dem nächsten Pay-Per-View. So, Ella Lilt, AJ Styles und James. Da setzt sich James durch, also eigentlich die größte Herausforderung. Die größte Überraschung. Samoan Giant, Big E, R-Truth, Jordan, Alexander Wolf, der Warlock, Ty Dillinger und Jack White in einer 8-Mann-Battle Royale gewinnt Big E. Naomi gegen Becky Lynch. Naomi gewinnt. Die Good Brothers gegen The Bar ersetzen sich. The Bar durch The Miz gegen Andy Russ. Andy Russ gewinnt. Die hatten doch mal eine Rivalität so lange miteinander, die zwei, oder? Nakamura gegen David Cole. David Cole gewinnt. Und Randy Orton gegen Samoa Joe ersetzt sich Samoa Joe durch. Ja, und dann gehen wir mal zu Main Event und gucken, was da noch so vielleicht für SmackDown oder beziehungsweise für Hell in a Cell an Entscheidungen fallen wird. Roy Kingsley gegen James. Roy Kingsley gegen Mark Barrett, Jordan, BDG. Mark Barrett gewinnt. Die EWO trifft auf den Cole Club. Es setzt sich der Cole Club durch. Andy Russ, David Cole, Leon Robinson, Austin the Sheriff, der Warlock, Laporte, Samoan Giant, El Halil. Es setzt sich El Halil durch. Azu gegen Francisco Valesca. Azu gewinnt. Samoan Alpha gegen Bobby Fish. Samoan Alpha gewinnt. Der Iceman gegen Jack White. Es setzt sich der Iceman durch. So, und da das abgeschlossen ist, können wir jetzt zu NXT gehen. Da hätten wir Cassius Ohno gegen den Tommy, die haben die Rivalität miteinander, die gewinnt der Cassius Ohno, beziehungsweise das Match, Austin the Sheriff, Zack, Lars Sullivan, Marco, Sebastian, Tommaso Ciampa, Alistair Black und Michael Busking, es setzt sich Tommaso Ciampa durch, Adam Cole, Steven und Sebi Steele in einem Triple Threat Match, es setzt sich Adam Cole durch, Nick Miller gegen Roderick Strong gewinnt, Bobby Fish gegen Leo, Leo gewinnt, Wild Harlequin gegen Mexico Dragon, Mexico Dragon gewinnt und Johnny Gargano gegen Devil Gamer, setzt sich Johnny Gargano durch. Was haben wir in den News drin stehen? Immerhin drei Sachen. Gargano griff Devil Gamer auch nach dem Match weiter an. Roderick Strong hat das Nick Miller heimgezahlt. Und Cassius Ohno griff Tommy auch nach dem Match weiter an. Also zweimal wurde nach dem Match weiter angegriffen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. 13 Wochen haben wir hier noch. 5 Wochen. 5 Wochen. Die Rankings geht ja kein Takeover in diesem Monat. Deswegen können wir uns das Ganze mal anschauen. Johnny Gargano ist hier sogar schon auf der 2 mittlerweile. Hat hier also gute Chancen, Doppel-Champion zu werden. So, achso, Women's haben wir natürlich nicht. Ja, und dann noch die Division. Jetzt gehen wir aber zu TXN und zum zweiten Match des heutigen Tages. So, Ricochet, Samurai, T-Man. T-Man gewinnt. The Queen Anne gegen Tainara Conti. The Queen Anne gewinnt. Dann Kevin Miller, Easy Free. The Dragon und Ben Punk. Ben Punk gewinnt. Candice LeRae gegen Kairi Sane. Candice LeRae gewinnt. Ace Winchester gegen Velveteen Dream. Velveteen Dream verliert. Und jetzt kommt das... ja, quasi Rematch. Der Killer Bear hat ja noch sein Rückmatch, obwohl er gestern das Match verloren hat. Aber das war ja noch aus dem alten Match bekannt, bevor er seinen Titel verloren hat. Und dann gab es ja eben die Entlassung vom vorherigen Titelträger. Und deswegen hat er heute nochmal ein Rematch gegen Z-Nex. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's. Oh, da gibt's direkt einen Handshake vor dem Match. Ist ja erstaunlich. Das schon, wir sehen jetzt hier diesen Strich, der da war. Ah, zweimal wird das Match angeläutet, das ist schön. Vielleicht ist das Match auch schon wieder rum, wer weiß das schon. So, auf jeden Fall, beide starten mit 50%.
Falls also das Match wird wahrscheinlich nicht so lange gehen. Ah, jetzt gibt es die Schläge. Ah, Zinex kassiert momentan. Ah, jetzt kann er sich doch mal befreien. Clothesline. Erster Pinfall. Das wird schon die Entscheidung sein, bestimmt. Nein, ganz knapp. Scheitert Zinex am Titelgewinn. Beziehungsweise an der Titelverteidigung. Oh, Killer Bear kann sich aber daraus befreien. So, ich wurde übrigens, ich glaube, das war sogar Killer Bear. Der hat mich geschrieben, weil TXN und N, oder es gibt nicht so viele Takeover-Pay-Per-Views, wie es andere Pay-Per-Views gibt. Ihr müsst aber mal bedenken, das ist mir bewusst. Es kommt aber auch noch dazu, wir haben ja so schon alle 2-3 Tage ein Pay-Per-View, die immer so zwischen 40 Minuten und einer Stunde gehen, manchmal sogar noch länger. Das wird einfach zu viel. Ich weiß ja jetzt schon, dass einige überhaupt nicht die Zeit dazu haben, die berufstätig sind, um sich die ganzen Folgen anzugucken. Wenn wir dann jetzt wirklich noch in so kurzer Zeit ständig Pay-Per-Views haben, da muss man Rücksicht drauf nehmen. Das ist ja auch der Grund, warum ich das wieder so gemacht habe, was mir eine ganze Zeit lang ein Dorn im Auge war, dass die Folgen zu lange gehen, weil viele hatten nämlich keine Zeit mehr. Ich habe wirklich viele Zuschauer dadurch verloren. Schaut euch wirklich auch mal an, die Anfangs Zugriffe von den Videos. Das war weit mehr als jetzt. Viele habe ich eben dadurch auch verloren, weil die Folgen zu lange gingen. Das habe ich jetzt alles wieder umgestellt. Und es kommt ja eben auch noch dazu, ja, TakeOver hat weniger Pay-Per-Views, beziehungsweise NXT TXN, aber ihr bekommt ja deutlich mehr Matches. Schaut mal wirklich in die täglichen Folgen rein, wie viele Matches ich von NXT TXN zeige und wie wenig Matches ich dann im Verhältnis von Raw zeige, wenn man mal mein Match ausnimmt oder von SmackDown. Dann kommt nämlich fast gar nichts. So, jetzt auf jeden Fall die Powerbomb. Aber Zinex kommt nochmal raus. Und ich hoffe, dass das so jetzt auch nochmal für jeden dann verständlich geworden ist, falls ihr euch nämlich auch damit beschäftigt habt, warum denn TakeOver viel weniger Pay-Per-Views hat. Das wird eben dann mit dieser Matchzeit, die wir hier haben, deutlich wieder ausgeglichen. Man kann ja auch sagen, ein TakeOver-Pay-Per-View geht deutlich länger als ein Pay-Per-View von Raw oder SmackDown. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, jetzt auf jeden Fall der Tombstone, das kann er sich schenken, weil das ist sowieso Rope Break. Hat jetzt auch der Ringrichter gesehen, nachdem er sich hinter Zinex gelegt hat. Ah, kann er sich befreien, der Killer Bear? Warum versucht er denn jetzt einen Pinfall? Ja, kommt er halt direkt auch wieder raus, der Zinex. So, jetzt geht's in die Ringecke. Kommt er angesprungen? Entschuldigung, wenn ihr gerade hier Töne hört, das ist halt gerade WhatsApp bei mir. Könnt ihr vielleicht mal angewöhnen, während ich Folgen aufnehme, würde ich sagen, während ich streame. Aber stream natürlich auch, also wenn ihr mich mal streamen sehen wollt, www.twitch.tv/evo2k. Da labe ich auch viel mit euch, habe ich eben viel mehr Möglichkeiten, um auf eure Fragen einzugehen, als jetzt halt hier auch bei YouTube der Fall ist. Da können wir das Ganze ausführlicher machen. Also wenn ich Folgen aufnehme, sollte ich mal dann denken, dass ich mir die Klingeltöne ausstelle. Es dauert und dauert. Sind auf jeden Fall wieder draußen hier zugange. Oh, jetzt geht's wieder rein. Also ich glaube, na wobei. Der Tombstone war ja durch einen Rope Break unterbrochen worden und sie hat bestimmt noch einen Widerstand. Ich glaube also nicht, dass das schon gleich reichen wird. So, jetzt Killer Bear wieder auf dem Bein. Und das könnte jetzt eine Entscheidung geben. Da macht einen auf Shane McMahon. Coast to Coast. Der sitzt. Was war denn das für ein Grafikglitch? Alles klar.
Und es ist Rope Break. Es war Rope Break, aber er probiert es, glaube ich, nochmal. Nee, doch nicht. Ah, er hat einen Curbstomp, okay. Also das finde ich jetzt halt auch nicht so cool, dass ein Curbstomp ein normaler Move ist. Das ist ja das, was ich vorhin bei Valenti schon wieder kritisiert habe. Also ohne Mist, bei WW2K19, wenn ich da sehe, dass irgendeiner von euch einen normalen Finisher oder normalen, wenn er jemanden Finisher als normalen Move hat, da werde ich den Charakter rausnehmen und habt ihr die Möglichkeit, den ganzen wieder neu zu bearbeiten. Aber sagt auch schon, dass euer Spielstand dann zurückgesetzt wird. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, schon auf Platz 3 wartet oder so, dann werdet ihr dann wieder auf den letzten Platz zurückgenommen. Deswegen, das ist dann einfach die Bedingung von mir, weil das ist einfach übertrieben, was hier teilweise die Leute für Finisher als normale Moves haben. So, Platzwunde ist jetzt da beim Killerbär. Und die Beinschere. Aber der Killerbär kann sich daraus befreien. Ja, technisch macht er das schon besser. Das muss man so sagen. Der Sinex irgendwie, der kassiert viel zu viel. Und der kann doch irgendwie nichts zeigen. Das ist halt das Komische. Doch, jetzt kommt mal wieder ein Reversal. Das war halt so der Reversal auf Ansage. So, sehen wir jetzt eine Entscheidung. Nee, der Killerbär kommt nun raus. Das war garantiert der Widerstand. Unter Garantie war das der Widerstand. Match geht aber doch sehr, sehr lange. Dafür, dass die mit 50% angefangen haben. Was macht der da? Ah. Pinfall. 1, 2. Ja, auch da kommt er raus, der Killerbär. Belly to belly. Und jetzt Chokeslam. Das könnte jetzt die Entscheidung sein im Match. Ja, wenn er den Pin hinkriegt. Will er nicht. Will den Pin nicht. Aber der nächste Reversal. Jetzt ist Z-Max ein bisschen am Drücker. Und das man. Ah, das dauert nicht zu lang. Und das wird jetzt die Entscheidung. Wenn der jetzt sitzt, das wird bestimmt der Tombstone. Ne, die Powerbomb. Das wird es gewesen sein. 1, 2, 3. Jo. Z-Nex verteidigt, Killerbär geht ans Ranking-Ende, aber muss ja natürlich immer sagen, es ist ja so gesehen nicht schlimm, weil lass mal ein Takeover rum sein, dann sind ja die 7 Verlierer von dem Match sowieso, oder 6 bis 7 Verlierer sind ja dann sowieso im Ranking wieder nach unten gestuft worden. Und dann ist er beim nächsten Mal eigentlich auch schon relativ früh wieder mit dabei, was das Titelgeschehen angeht. Z-Nex hat auf jeden Fall den Titel verteidigt, bekommt hier den TXN Midcard-Titel überreicht. Er wird zufrieden sein. Gehe ich mal stark von aus. So, jetzt gibt es mal eine Sequenz hier. Wahrscheinlich hier wieder. Ach so, genau, wegen dem Handshake. Alles klar. Aber guck mal, hier Z-Nex, was der hier schon stolz und alles gemacht hat. In der Zeit, die er jetzt mit dabei ist im Evoverse. Das sind ja schon einige Monate. Und bei ihm sieht man beim Killerbär, der ist noch neu. Aber hier ist es eigentlich schon interessant. Das müssten wir mal bei dem anderen Charakter auch mal überprüfen, was bei denen so mittlerweile bei rausgekommen ist. So, Nikki Cross zum Abschluss gegen Shayna Baszler. Nikki Cross gewinnt sogar. Shayna Baszler ist auch schon mega lange Champion. Unfassbar. Dann werfen wir mal einen Blick in die News rein. Da ist wohl nur Shayna Baszler, das Nikki Cross heimgezahlt. Rivalitäten. Geht noch 13 Wochen. Auch nochmal 13 Wochen. Was? Viper gegen? Achso, gegen Samurai. Stimmt, das ist ja neu. Weil gestern die eine irgendwie gelöscht wurde. So, dann haben wir hier Viper momentan der Hauptherausforderer auf den NXT-Titel. So, hier für den Killerbär tut's mir. Der ist jetzt in beiden Rankings auf dem letzten Platz. Das ist natürlich auch hart. Aber wie gesagt, das kann hier ruckzuck gehen. Guck mal, hier sind ja nur 14 Leute drin. Also jetzt hast du da beim nächsten Takeover wieder 1 hier bis 7. Dann lass die runtergehen. Dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bist du beim nächsten Match auch schon wieder mit dabei.
So, dann hier nochmal das Frauenranking und damit gehen wir dann zum Abschluss der heutigen Folge hin zu Saturday Night's Main Event. Ace Winchester, Devil Gamer Austin the Sheriff und Sebastian setzt sich Devil Gamer durch Andy Ross gegen den Band Punk. Band Punk gewinnt, Wild Harlequin gegen Zack, Wild Harlequin gewinnt, Leo gegen Killer Bear, da gewinnt der Killer Bear, das ist schon der Anfang vom Aufstieg. Kevin Miller, Marco gegen Shinsuke Nakamura, Kevin Miller gewinnt Z-Nex gegen den T-Man, T-Man gewinnt gegen den Champion, The Dragon im Main Event gegen den Viper und der Viper gewinnt. So, ja, und dann sind wir am Ende angekommen. Power Ranking gibt es heute keins, denn Hell in a Cell ist noch in dieser Woche dran. Und ja, wenn eine Ingame-Woche nicht abgeschlossen ist, gibt es ja kein neues Power Ranking. Deswegen sage ich jetzt mal wieder, wenn es euch heute gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne auch reinschreiben. Joint gerne mal meinem Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Gerade Instagram, sehr, sehr interessant, denn wenn ich streame, was ich schon erwähnt habe, dann gebe ich in der Story eigentlich immer bekannt, wenn der Stream gerade läuft, damit es auch die Leute mitbekommen, die jetzt eben die Twitch-App nicht installiert haben oder so. Ansonsten jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge vom WW2K in Universe-Modus. Heißt also, morgen um 12 Uhr kommt auch logischerweise Hell in a Cell. Und wenn ihr eine PlayStation 4 habt, könnt ihr an diesem Modus mitmachen. Schaut euch mal die zwei Videos in der Videobeschreibung an. Und im ersten Video wird euch erklärt, was die Teilnahmebedingungen sind, die euer Charakter erfüllen muss, um hier in den Modus reinzukommen. Schaut euch das Video von Anfang bis Ende an, dann sollten auch keine Fragen offen sein. Und das zweite Video zeigt euch dann, wie ihr den Wrestler richtig in die Community halt hochladen könnt, damit ich ihn auch finden kann. Wenn das alles geschehen ist und es ist nichts dran auszusetzen, werdet ihr zeitnah in den Modus hinzugefügt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich noch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl ja schon übernächsten Monat WW2K19 erscheint, immer noch die Leute für diesen Modus, für dieses Let's Play-Projekt begeistern kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, ladet einfach mal was hoch, wenn ihr Bock habt. Erstellt euch einen Wrestler. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bedanke mich jetzt bei euch allen fürs Reinschreiben, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen. Morgen um 12 sehen wir uns hoffentlich für Hell in a Cell wieder. Also haut rein, macht's gut und ciao.